Hotel gesessen, wunderschön. Die Reiterin. Deianeira, because das ist ja Nessos, der Zentaur, die frisch vermählte Ehefrau von Herkules über den Fluss bringen sollte. Und dann hat er angefangen, hat er probiert, sie zu vergewaltigen. Und der Herkules schießt einen Pfeil um und er ist tödlich verwundet. Und die Vergewaltigung wird abgebrochen. Und deswegen gibt es irrsinnig oft in der Bildhauerei, gibt es Skulpturendarstellungen von der Szene, wo sie oben immer, so, Hilfe, Hilfe, Herkules, hilf mir. Ja. In Wirklichkeit ist der wahre Feind ist ja nicht irgendwie der Aggressor, sondern der wahre Feind ist ja unsere Eifersucht in uns drinnen. In Wirklichkeit hat er umgeschossen, weil er neidig war, weil sie oben am Mordsgaudi gehabt hat und dann auf dem Pferd reitet. Und er war zwar der Held der Starke, aber er hat keinen Pferdeschweif gehabt. Er hat praktisch die Frau nicht reiten können auf ihm. Ne? Und sie ist einfach so, ihren Fluss durch. Und das war nur die Eifersucht. Er hat ja auch später Wahnsinn bezeugt, indem er irgendwie seine Kinder mal ermordet hat. Also er hat den Wahnsinn in sich drin gehabt. Als Sohn von Zeus muss man das gehabt haben. Der Zeus ist ja ein Wahnsinn. Ne? Menschen nicht mögen, aber die Frauen auch gepudert. Ne? Auf jeden Fall sitzt sie hier oben, reitet, hat er Freude. Und in dem Moment, wo er den Pfeil bekommt, der Pfeil kommt dann hier aus der Hand raus, er sieht, was ist los, warum? Ja? Und dreht sie um und schaut, wo ist der herkommende Pfeil? Und sie oben ist auch nichts anderes als so, reitet und nur so, hey, was ist los? Ja. Also sie ist nur überrascht. Sie ist aber vollkommen friedlich, hat Freude und sagt, das ist jetzt das Eisengerüst und das wird jetzt eben im Ton modelliert. Mhm. Und das werde ich dann eben, das wird ein riesiger Bronzeguss. Und das wird geteilt, dazwischen kommt immer wieder mit Stäben das angeschweißt, wie es jetzt immer macht, wo ein bisschen die Luft durchscheint, damit man das Dünnwandige der Bronze sieht, dass das aufhört. Aber ich jetzt halt schon zusammengebracht, jetzt lasse ich es ein bisschen früher, lasse ich sie jetzt so stehen und schaue es mir immer wieder an und überlege mir, ob ich an der Position was verändere. Du siehst zum Beispiel hier oben, dass ich zwei verschiedene Ideen für den Arm hatte. Ich habe gleich beide angeschwacht und entscheide jetzt, welche ich von den beiden ich nehme und der andere wird weggeflext. Gab mir allerdings wiederum die Idee, aus dem Ganzen vielleicht so eine Art indische Göttin zu machen mit vier Armen. Vielleicht sollte sie auf der anderen Seite auch noch einen Arm dazu bekommen. Und die Kopfhaltung wirklich so? Sie dreht dann nach hinten, sie dreht sich so aus, okay. Sie schaut so über die Schulter nach hinten. Schaut sie zurück? Inne, sie schaut zurück, ja, er auch, er schaut ja auch zurück. Nicht? Beide schauen in die Richtung, wo der Pfeil herkam. Ja. Und das wird halt sehr schön, weil da ist unten dann der Marmorsockel, dann sind diese Bronzesäulen, auf dem steht dann der Marmor, der Zentaur, der Nessos, und auf ihm ist dann wiederum aus Bronze die Deianeira. Also es ist eine Schicht, ein Sandwich-Skulptur. Ne? Ja, wunderschön. Da hinten ist Bob schon ausgestreckt, das Skelett hat sich da aufgesetzt, es hat herrlich ausgeschaut. Ich dachte erst, dass sie 3 Meter wird, aber in Wirklichkeit ist sie jetzt fast Lebensgröße, weil es mir aufgefallen ist, dass es natürlich von der Proportion zum Pferd passen muss, ne, zum Pferdekörper. Ich hätte gehofft, ich hätte die Chance, endlich eine größere Bronze zu machen. Aber muss man was anderes machen.